Die Menschen haben sich spritzen lassen mit einem Gift, damit sie ihre Freiheit wieder haben. Und dann fliegen sie im Flugzeug, sind dreimal gespritzt. Dann sagt der Pilot, hier herrscht Maskenpflicht. Da musst du 8,5 Stunden in dem Flieger die Maske tragen. Was nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz nicht möglich ist, weil man nach 75 Minuten Pause machen muss. Also die Leute sind dreifach geimpft und müssen die Maske tragen. Ich sag, warum? Ich denke, die Impfung wirkt. Ja, aber sie wirkt nicht so gut. Ehrlich jetzt? Und die Maske schützt auch nicht. Wie viele Politiker haben Dreck am Stecken mit Maskenaffären? Ganz besonders von der CDU und von den Grünen. Ja, wie viel? Wie viel hat Olaf Scholz, sein Bruder, mit der Intensivbettenlüge verdient in seinem Krankenhaus? Ist Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, sein Bruder, ein Betrüger? Meines Erachtens nach ja. Und er ist nicht alleine und alle machen mit. Warum redet ihr nicht über andere Impfungen, die viel, viel schlimmer sind? Frage mich welche. Keine Ahnung, zum Beispiel Prostata. Ich habe noch keine Prostata-Impfung, ich bin noch gesund. Ja, trotzdem. Aber wir können über Kondagan reden. Kondagan ist ein Begriff? Nö. Da haben sie gesagt, Medikamente, weil die Kondagan-Kinder, die geboren werden, haben keine Arme und keine Beine. Das entsteht durch Medizin. Keiner hat gefragt und alle haben gesagt, es ist sicher. Wisst ihr, wie gefährlich Hepatitis ist? Warum zahle ich dafür die Impfung? Ein Mensch, der nicht in der Gastronomie, in der Pflege arbeitet, zahlt für die Impfung, das weltweit. Warum wird diese Impfung nicht beworben? Hepatitis ist definitiv eine todsichere Krankheit. So viel zum Nachdenken. So. Nächste Frage. Ich zeige euch, was bei mir nach der Impfung passiert ist. Ups. Anaphylaktischer Schock. Oh shit, ja, sag's gerne. Darf ich das sagen? Ja, lass sie sagen. Die Dame, die gerade zu uns kommt, zeigt uns, was ihr passiert ist nach der Spritze. Ja, also ich hatte nach der dritten Impfung einen anaphylaktischen Schock und lag in der Intensivstation. Wow. Und ja, und werde jetzt auch trotzdem mit Medikamenten behandelt, nehme Cortison und muss meine Haut regelmäßig mit Salben einschmieren. Am Anfang habe ich mich impfen lassen, hatte auch dadurch eine Nebenwirkung, aber die wurde einfach nur belächelt, jedes Mal aufs Neue, und im Krankenhaus hat es auch ewig gedauert, bis ich behandelt worden bin, und im Endeffekt, Würdest du dich nochmal spritzen lassen? Nein, definitiv nicht. Ich habe im Moment Gänsehaut bekommen, wo die junge Frau das sagt, weil sie bestätigt, was ich sage. Die Pharma verdient immer. Sie verdienen an der Spritze und sie verdienen an den Nebenwirkungen. Und sie werden niemals zugeben, dass diese Spritze, sie würden sogar das kleine Kind impfen lassen. Dein Kind, ja? Ja? Sie würden sogar kleine Kinder impfen lassen, um Hauptsache ihr Gift zu verkaufen, Leute. Dankeschön, Marie. Also, Dankeschön. Das ist sehr mutig. Immer wieder kommen zu uns Menschen, die am Anfang uns auch belächelt haben, die gedacht haben, ah, diese Spinner, Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, was wir alle sind. Und mehr Menschen kommen auf uns zu und erzählen uns von ihren Leiden, fangen an, mit uns spazieren zu gehen. Informieren uns darüber, was ihnen passiert ist, wie es ihnen ergangen ist. Ganz oft wird es von den Ärzten tatsächlich nicht ernst genommen. Man muss sich auch klar machen, dass Ärzte für Berichte an das Paul-Ehrlich-Institut mindestens eine halbe Stunde oder Stunde Zeitaufwand haben. Ihr glaubt doch im Ernst nicht, dass das irgendeiner macht, ohne Geld dafür zu bekommen. Und sie bekommen kein Geld dafür. Nur für die Impfung bekommen sie Geld und das nicht wenig. Es haben sich ein Haufen Ärzte gesund gestoßen mit Wochenend-Impfaktionen. Halali auf den nächsten impfwilligen Druck, was es geht. Die Leute unterschreiben ja freundlich, dass sie selbst die Haftung übernehmen. Keiner fragt, was da drin ist. Keiner macht sich die Mühe, mal nachzuschauen, was denn diese Inhaltsstoffe im menschlichen Körper bewirken. Ihr werdet gut beraten, damit anzufangen, euch zu informieren. Wir hier stehen, haben alle sehr viel Zeit aufgewandt, um uns zu informieren. Und deshalb steht unser Beschluss, wir wollen nicht geimpft werden.
Und wir sind für jeden von euch offen, der sich uns anschließen möchte, der Bedenken hat, der dahinter gekommen ist, dass eben doch irgendwas nicht ganz richtig sein kann, wenn die erste, zweite, dritte, wie viele Impfungen auch immer ihr euch habt geben lassen. Aber wartet, da kommt ja auch schon die nächste Geschichte um die Ecke, die Affenpocken. Und glücklicherweise, was soll ich euch sagen, man hat die Impfung schon vorher. Wie praktisch, könnt ihr euch als nächstes holen, praktisch so im Wechsel, vielleicht einmal Corona, einmal Affenpocken, vielleicht kriegen wir auch noch irgendwas Lustiges anderes. Mit Sicherheit wird es nicht aufhören und mit Sicherheit kennt ihr Leute, die Impfreaktionen haben. Impfreaktionen hatten, die nicht gemeldet wurden. Die Kampagne für die vierte Impfung läuft. Und theoretisch müsste man für jedes Virus, was entsteht, einen neuen Impfstoff produzieren. Sie nehmen das gleiche Gift von SARS-CoV-2 für Omikron BA5. Es kann überhaupt nichts wirken. Das Einzige, was passiert, man kriegt dieses Zeugs in den Körper gespritzt. Somit ist man Corona-positiv und Corona-infiziert. Ich fordere, dass man die sogenannten Infizierten unterteilt in zwei Klassen. Die, wo die Giftspritze bekommen haben und die, wo so wie ich, natürliches, gutes Immunsystem, genesen sind. Ich will wissen, wer diese Infizierten sind. Außerdem müssen wir aufhören, von Impfstoff zu reden, weil ein Impfstoff würde wirken. Wir müssen aufhören von... Na, wie heißt das? Von Viren zu reden. Man muss mal überlegen, ob da auch Bakterien daran beteiligt sind. Was ist ein Virus? Wie entsteht ein Virus? Keiner fragt sich. Alle machen mit. Und zwei, drei Jahre später hängt ihr alle beim Doktor. Doktor, ich habe eine Herzmuskelentzündung. Ich habe eine Hirnvenenthrombose. Die geht auch noch ganz woanders, die Thrombose. Und dann wird der Arzt sagen, das hat aber nichts mit der Impfung zu tun. Das ist rein psychologisch, das ist reine Einbildung. Die Impfung wirkt. Wisst ihr, für was so eine Impfung wirkt? Für die Pharmakassen. Die Pharmaindustrie war noch nie so reich wie jetzt. Pro Spritze 28 Euro, am Wochenende 36 für Zuschlag. Und Ugo Schein vom BioNTech ist Multimilliardär. Aber die Spritzen sind kostenlos, ne?